Abend, liebe Freunde. Nach den historischen Abhandlungen der letzten Monate hole ich euch heute zurück in die Gegenwart. Vor kurzem durfte ich den 30.000. Abonnenten meines Kanals begrüßen und dieses freudige Ereignis nehme ich zum Anlass, eine Frage zu beantworten, die mir bereits viele von euch gestellt haben. Wie entsteht eigentlich so ein Gustav-Richard-Film? Also, was passiert vom ersten Gedankenblitz bis zur Veröffentlichung eines Videos? Eingangs muss ich eine Sache betonen bzw. klären. Diese ganze Filmemacherei ist ein reines Hobby. Ich erhalte dafür kein Geld und nutze diese Plattform, um mein Wissen mit euch zu teilen und die eine oder andere Diskussion anzustoßen. Allerdings habe ich, und das ist kein Geheimnis, einen entsprechenden beruflichen Hintergrund, denn ich arbeite seit 20 Jahren in der Betriebszentrale der Deutschen Bahn in Hannover. Somit habe ich ständig das norddeutsche Eisenbahngeschehen im Blick und weiß, wovon ich rede, wenn ich mich allgemein zu Aspekten der Betriebsdisposition oder der Kapazität von Infrastruktur und konkret zur Aus- und Neubaudiskussion in Niedersachsen äußere. Wenn also jemand meint, mich als Pseudo-Experten, Bahntroll, DB-Fanboy und so weiter abqualifizieren zu müssen, ist das ziemlich unschlau. Solange er meine Aussagen nicht einmal zu widerlegen versucht. Und wenn dieser jemand mir dann auch noch einen Investigativjournalisten auf den Hals setzt und die Geschichte von der sachlichen in die persönliche Ebene verschiebt, um einen vermeintlichen Skandal aufzudecken, ist das dermaßen erbärmlich, dass sich sogar mit mir über Kreuz liegende Bürgerinitiativen von dieser schäbigen Aktion distanziert haben. Die Leserreaktionen auf jenen Gefälligkeitsartikel sprechen Bände. Und vom Pulitzerpreis dürfte der Schreiberling weiter entfernt sein denn je. So, das musste mal gesagt sein, zumal ich ja weiß, dass ihr seit Oktober auf mein Statement zu dieser Schmierenkampagne gewartet habt. Alles Weitere soll sich nun um meine Filme drehen. Am Anfang steht eine Idee, die oft kaum mehr als ein Schlagwort ist. Schkopau, Amerika-Linie, Fehlleitung. Diese Stichpunkte erscheinen teilweise seit Ewigkeiten auf meiner zu erledigen Liste, ohne dass sich mehr daraus entwickelt. Etwa weil ich momentan schlichtweg keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen, oder weil mir eine ausreichende Zahl von Aufnahmen fehlt, um einen kompletten Film zu illustrieren und ich keine Muße finde, um vor Ort auf Materialsammlung zu gehen. Zwar kann ich aus meinem Archiv mit zahlreichen betrieblichen Unterlagen sowie rund 22.000 Fotos und 8.000 Filmsequenzen schöpfen, doch sind längst nicht alle Aufnahmen zeigenswert und von vielen Strecken und Stationen habe ich einfach nichts. Daher sind beispielsweise Jahre ins Land gezogen, bis ich mit meiner lange versprochenen Heidebahn-Trilogie in die Pötte gekommen bin. Auch die Vogelfluglinie habe ich vor mir hergeschoben, bis mich die angekündigte Betriebseinstellung unter Zugzwang setzte. Ein aktueller Fall ist die Abhandlung über die nur noch bei der S-Bahn Hamburg verwendeten SV-Signale, die meine Serie über die hierzulande gebräuchlichen Signalsysteme vervollständigen soll. Vielleicht wird's dieses Jahr endlich was. Andere Themen wiederum springen mich plötzlich an und faszinieren mich dermaßen, dass ich in Lichtgeschwindigkeit Informationen aufsauge, Illustrationen ranschaffe und in 0,nix einen Film fertigstelle. Exemplarisch sei die Dokumentation über die Strecke Gera-Saalfeld genannt, bei deren zunächst völlig hintergedankenloser Bereisung ich spontan beschloss, ihr ein Video zu widmen. Ähnliches gilt für die Ausführungen zur Wiederauferstehung der Zuggattung Gack sowie der Bahnhofsporträts von Kalbe, Guntershausen und Zeitz, die ich sozusagen im Vorbeigehen erstellt habe. In sehr seltenen Fällen entstehen Beiträge binnen 24 Stunden. Etwa jener zur Irrfahrt eines Güterzuges nach Blekede, wobei mir zugute kam, dass ich wenige Monate zuvor bei den Lüneburger Verkehrsfreunden zu Gast gewesen war und genug Filmmaterial beisammen hatte, ohne dass es diesen Beitrag sicher nicht gegeben hätte. Eine spezielle Kategorie bilden zeitlich punktgenau zu präsentierende Filme, also jene, die um ein bestimmtes Datum herum veröffentlicht werden sollen. Etwa zum 20-jährigen Jubiläum der Metronom Eisenbahngesellschaft oder dem 150. Geburtstag der Rollbahn Hamburg-Bremen, den wir in diesem Frühling feiern.
Solche Beiträge sind bisweilen deutlich vorher fertiggestellt und harren darauf, am Tag X auf die Menschheit losgelassen zu werden. Bei anderen länger geplanten oder zumindest angedachten Themen ist es meist so, dass ich immer mal quasi am Wegesrand liegende Infos aufsammle und sie in elektronische Ordner oder klassische Schubladen werfe, um sie bei Bedarf zu verarbeiten. Das können Bahnhofs- und Fahrpläne, Regelwerkstexte, Auszüge aus Büchern und Internetseiten sein oder bloß eine Reihe von Stichpunkten aufgrund eigener Beobachtungen und Erkenntnisse, die ich zunächst weitgehend unstrukturiert in die Word-Datei tippe, aus der sich später das Drehbuch entwickelt. Angesichts dieser Vorgehensweise kann ich auch kaum sagen, welch zeitlicher Aufwand hinter einem Film steckt, weil vieles halt nebenbei läuft. So wächst über Monate oder Jahre ein Berg von Daten, von denen oft unklar ist, ob ich sie am Ende überhaupt benötige. Denn bei einem prall gefüllten Wissensspeicher fällt letztlich einiges hinten runter, weil ich gern in maximal 20 Minuten alles Wichtige gesagt haben möchte. Ich weiß, ihr würdet mir auch eine Stunde oder länger zuhören, aber ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich Videos mit einer Laufzeit von mehr als 20 Minuten oft nur quer gucke. In der Vorbereitung jeder Doku stellt sich die Frage, inwieweit ich auf eigene Fotos und Filmszenen zurückgreifen kann. Bei Bahnhofs- und Streckenporträts suche ich zunächst alle meine Bilder und Videos zum entsprechenden Thema zusammen und verschaffe mir einen Überblick. Das geht innerhalb von Sekunden, weil neben Datum und Uhrzeit eine Betriebsstelle im Namen jeder Datei auftaucht. Die kopiere ich in den jeweiligen Filmordner und dann ist schnell klar, ob das vorhandene Material ausreicht oder ob ich den oder die Orte des Geschehens nochmals aufsuchen muss, um den Film vollständig bebildern zu können. Extrem war das infolge meiner Wunschfilmaktion beim Bahnhof Hanau, von dem ich lediglich ein paar Fotos aus den späten 90ern hatte. Das führte dazu, dass ich mich für eine Woche im Kinzigtal einquartierte und an mehreren Tagen in und um Hanau herumtrieb. Beim Film über die NATO-Bahn hingegen mussten ein Besuch per Automobil und ein paar während früherer Mitfahrten aus dem Zug aufgenommene Szenen ausreichen. Zur Heidebahn wiederum machte ich mich 9-mal auf, wobei die Hemmschwelle dank der räumlichen Nähe und vor allem des Deutschland-Tickets deutlich niedriger lag. Bei den Reportagen über die Eisenbahn rund um Falkenberg oder den Ausbau der Rheintalbahn habe ich keinen blassen Schimmer, wie viel Zeit ich dort verbracht habe. Die Aufnahmen entstanden verteilt über mehr als 10 Jahre im Rahmen diverser Besuche. Und so existieren zahlreiche Fotos und Filme aus anderen Ecken der Republik, die seit Ewigkeiten ungestört auf der Festplatte schlummern und geduldig auf ihre Verwendung warten, weil ich die Aufnahmen einfach so, ohne thematisch passendes Video im Hinterkopf, gemacht habe. Spezielle Herausforderungen sind historische Abhandlungen, wie die jüngst erschienene zur Grenzstrecke Bebra-Gerstungen-Eisenach, deren Faszination zu einem Gutteil von den nicht mehr wiederholbaren Ansichten der stillgelegten Bahnhöfe Wommen und Herleshausen ausgeht. Hier war es unabdingbar, nach alten Fotos zu fahnden, mit den Urhebern in Kontakt zu treten und um Erlaubnis für die Veröffentlichung zu bitten. Die waren bei diesem, aber auch anderen Projekten stets sehr entgegenkommend und stellten mir Aufnahmen zur Verfügung. Ein Sonderfall sind die, ich nenne sie mal hochtrabend, Lehrfilme zu unterschiedlichen Signalsystemen und betrieblichen Hintergründen. Diese basieren im Wesentlichen auf Grafiken wie diesen süßen kleinen Signalen, schematischen Gleisplänen oder Kombinationen aus beidem. Zumindest bei deren Erstverwendung dauert die Gestaltung etwas länger, da ich vieles detailgetreu auf Grundlage maßstäblicher Zeichnungen aus der einschlägigen Literatur basteln muss. Unterteilt nach Signalsystemen entstehen so Vorlagen mit dem vollen Anzeigerepertoire, die ich auch für Folgefilme übernehmen kann und bei denen ich lediglich die nicht benötigten Lichtpunkte schwärzen muss. Diese Grafiken, aber auch die Übersichtskarten oder Hervorhebungen in Fotos, bastle ich übrigens ganz klassisch mit Programmen wie dem guten alten Paint, PaintNet oder Paint 3D. Abhängig von der gewünschten Funktion bevorzuge ich mal die eine, mal die andere der genannten Anwendungen. Weiter im Text, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sobald ich sämtliche Fakten beisammen habe, geht es ans Drehbuchschreiben. Das ist in der Regel binnen weniger Stunden erledigt, weil es nur noch darum geht, die Schlagworte in ganze Sätze zu kleiden, diese möglichst sinnvoll miteinander zu verbinden und das Ganze irgendwie zu strukturieren.
Ich könnte mir das einfacher machen und mich anhand von Stichpunkten durch das Thema hangeln und wahrscheinlich würde es niemanden stören, außer mich. Ich habe gewisse Ansprüche und finde nicht, dass ich zu viel verlange, wenn ich von mir selbst einen einigermaßen geschliffenen Text erwarte. Den ersten Drehbuchentwurf lasse ich, je nach sonstigen Verpflichtungen, einen oder mehrere Tage reifen, um ihn mir mit etwas Abstand noch einmal vorzuknöpfen und kritisch durchzusehen. Dabei fliegen oft überflüssige Füllwörter, Sätze oder gar Abschnitte raus. Andererseits passiert es aber auch, dass bis dato unberücksichtigte Aspekte nachträglich einfließen. Grundsätzlich sollte hier aber ein klarer Schnitt in Form eines Aufnahmestopps für weitere Infos erfolgen. Bei Themen, zu denen ich ausgewiesene Experten kenne, erhalten diese mindestens den ersten und letzten Entwurf, um gegebenenfalls Korrekturen und Ergänzungen anzubringen. Dieses Drehbuch wird dann auf Band gesprochen, wie ich es nenne. Hin und wieder nehme ich dabei spontan Textänderungen vor, was nicht unbedingt schlau ist, weil sich dadurch gelegentlich meine gehassten Wortwiederholungen einschleichen, die ich anschließend wieder ausmerzen muss, indem ich den gesamten Absatz neu einspreche. Natürlich böte fast jede dieser Aufnahmen Stoff für amüsante Outtakes. Allerdings schnipple ich die jeweiligen Böcke sofort raus und jage sie ins Nirvana. Es ist übrigens ein wenig von meiner Tagesform abhängig, ob es gleich im ersten Versuch fehlerfrei flutscht oder ob ich bestimmte Sätze erst im vierten oder fünften Anlauf hinkriege. Erst dann geht es an die Zusammenführung von Wort und Bild, wobei der legendäre Movie Maker zum Einsatz kommt. Bei bestimmten Fotos und Filmsequenzen, insbesondere bei den Karten und Grafiken, weiß ich im Vorfeld sehr genau, an welcher Stelle ich sie platzieren muss, weil es hier wichtig ist, dass Gesprochenes und Gezeigtes zueinander passen. Entsprechend finden sich im Drehbuch explizit auf eine bestimmte Einbindung zugeschnittene Passagen. Andererseits ist es oft egal, wo ich welche Aufnahme einfüge, wenn ich beispielsweise von einem Bahnhof erzähle und lediglich irgendeine Szene brauche, in der dieser zu sehen ist. Wer meine Filme aufmerksam schaut, wird feststellen, dass die Züge aufeinanderfolgender Sequenzen meist in verschiedene Richtungen fahren. Erst von links nach rechts, dann von rechts nach links, danach wieder umgekehrt und zwischendurch auch mal von oben nach unten. Das ist natürlich kein Zufall. Ich finde es abwechslungsreicher und schöner anzusehen. Daher ist es sinnvoll, für jedes Motiv mindestens zwei Szenen zur Auswahl zu haben, in denen die Züge in unterschiedliche Richtungen unterwegs sind. Was aber vor allem dann kaum realisierbar ist, wenn bei der Materialsammlung viele Aufnahmeorte in einem begrenzten Zeitraum abgefrühstückt sein wollen und dort obendrein nur wenige Züge verkehren. Ich sage bloß Wendlandbahn, 3-Stunden-Takt. Wie auch immer, so arbeite ich mich von Anfang bis zum Ende durch das Video und für dieses Prozedere gehen, je nach Filmlänge, noch einmal 2 bis 5 Stunden drauf. Dafür nutze ich bevorzugt freie Nachmittage, weil ich da am wachsten und entspanntesten bin. Ist das alles erledigt, ziehe ich mir das komplette Video zweimal rein. Im ersten Durchgang liegt mein Augen- oder besser Ohrenmerk auf dem Kommentar, weil man, Gott sei Dank selten, sogar beim x-ten Korrektorat über einen Zahlendreher oder ein falsches Wort stolpert. Manch ein derartiger Fehler mogelt sich dennoch in den fertigen Film, was aufmerksame Zuschauer dann meist ziemlich schnell bemerken. Aber auch nicht immer, denn in der Doku über das dritte Gleis Stelle Lüneburg habe ich eine Weichenverbindung falsch dargestellt, was bis heute niemand moniert hat. Im zweiten Durchgang prüfe ich die Übergänge zwischen den einzelnen Szenen und dann ist es perfekt. Das Video ist fertig. Und das ist auch gut so, weil ich es nicht mehr sehen kann. Und wenn es nicht gerade Mitternacht schlägt oder in den kommenden 2 Stunden ein wichtiger Termin ansteht, wird der frische Beitrag umgehend bei YouTube hochgeladen. Ändern würde ich daran jetzt ohnehin nichts mehr. Und warum sollte ich euch unnötig warten lassen? Aus dem bisher Gesagten könnt ihr schließen, aber als regelmäßige Zuschauer wisst ihr es sowieso, dass ich mich niemals dazu werde hinreißen lassen, vorab konkrete Erscheinungstermine anzukündigen. Ich betone noch einmal, das ist mein Hobby und soll mir Spaß bringen. Und das wäre nicht der Fall, wenn ich mich unter Druck setzen müsste, um irgendwelche ohne jede Not gesetzten Zeitziele zu erreichen. Und trotz allem seht ihr ja, dass ich etwa ein Video pro Monat raushaue. Eine gewisse Regelmäßigkeit ist also durchaus gegeben.
Wenn der Film dann endlich im Netz steht, ist die Arbeit erledigt. Was folgt, ist die Fanbetreuung. Denn naturgemäß erreichen mich die meisten Zuschauerreaktionen in den ersten 2 Tagen nach der Veröffentlichung. Ihr könnt sicher sein, ich lese jeden Kommentar. Themenvorschläge nehme ich zur Kenntnis, wobei ich prinzipiell nichts ausschließen kann. Vielfach jedoch weiß, dass beispielsweise ein Machwerk zum Güterbahnhof Bonn-Beuel überaus unwahrscheinlich ist. Aber erinnert euch an meine Worte zu spontan realisierten Projekten. Die gelegentliche Kritik an meiner Art zu reden ignoriere ich derweil völlig. Dazu habe ich mich in dem Video allemal herhören geäußert und ich bezweifle, dass ich mich für meinen Sprachduktus rechtfertigen muss. Hasskommentare erhalte ich übrigens nicht einmal von nordniedersächsischen Neubaustreckengegnern. Ja, Leute, das war ein bisschen Hintergrundinformation zu der Frage, wie so ein Gustav-Richard-Film entsteht. Ich hoffe, die eine oder andere Passage war interessant. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder ein handfestes Thema. Vielen Dank für eure langjährige Treue, die Daumen-Hoch-Klicks, die Kommentare. Auf die nächsten 30.000 Abonnenten.